Hallöchen, meine Zuckerperlen, schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Tanja, das ist mein Kanal, Tanja's Colorful World, für diejenigen, die das nicht wissen. So, meine Lieben, heute kommen wir wieder zum Aufgebraucht-Video. Ich sag mal, wenn ihr wissen wollt, was Stefan und ich aufgebraucht haben, dann sehen wir uns gleich nach dem Intro. Genau. So, es sind quasi 4 Wochen um. Vorab muss ich sagen, ich habe hier noch einige Teile, so die, wo ich noch so 2-3 Mal benutzen kann. Deswegen werden die jetzt im nächsten Video, werden die auf jeden Fall im nächsten aufgebrauchten Video, werden die auf jeden Fall dann dabei kommen, weil das lohnt sich jetzt nicht. Ich habe gedacht, wir werden uns auf jeden Fall jetzt erstmal die Sachen schon mal abdrehen, die hier in die Kiste gelandet sind. Genau, sonst wird das nachher wieder zu viel. Als erstes haben wir leer gemacht, oder quasi leer gemacht, eine Handwaschseife von Isana, Candy Sky Limited Edition von Rossmann. Das war nix. Hat nicht schön geschäumt, hat überhaupt nicht geduftet, war total gar nix. Hat zwar ein bisschen gereinigt, aber jetzt nicht so. Ihr wisst, das war sofort wieder von den Händen verschwunden. Kein Duft und nichts. Also das war nichts. Ich war total enttäuscht. Ich war froh, dass das endlich leer gewesen ist. Weil das ist nichts. Das war nichts. Das war echt ein Satz mit X. War zwar kostenlos, aber ein Satz mit X, das war nichts. Nee. Dann habe ich leer gemacht. Honey Cranberry von Pink. Das ist ja von Victoria's Secret, so sozusagen. Ein Peeling, das war gut. Davon habe ich auch noch so ölhaltiges Gel, was ich für den Körper benutze noch. Das hat echt gut gerochen. Ja, habe ich mir auch sparsam eingeteilt, weil ich weiß auch nicht, ich habe so viel Zeugs eigentlich, ne? Aber ich tue mir solche Sachen immer sparsam verwenden, ich weiß warum. Könnt mir gerne in den Kommentaren schreiben, ob ihr das auch automatisch macht, obwohl Sachen genug da sind. Aber man spart mit solchen Sachen. Ich weiß nicht warum. Ich mache das immer. Und dann irgendwann, wenn ich Pech habe, ist auch mit Cremes, dann ist das nachher hinüber, weil ich so lange gewartet habe und das nicht angefasst habe. Ne? Das ist eigentlich Blödsinn, oder? Dafür sind die Sachen ja da. Dafür kauft man sich die Sachen, um sie auch zu benutzen. Eigentlich, ja. So, was ich ganz toll fand, wo ich auch schon nachgeguckt habe, aber ganz ehrlich, mir ist das so teuer. Das sind fast 8 Euro, 7,90 Euro, glaube ich. Ich bin schon immer am gucken, ob die im Zähl gibt. Von La Mer, dieses Limited Edition, an Sommer See Duschgel. Also von Marine Skincare, Marine Gemani. Also das, Leute, ich bin ein voller Fan von diesem Duft, ne? 150 ml, also da drin kann ich baden, darin kann ich baden. Ich liebe diese Sommerdüfte, diese Sonnendüfte. Also ich kann euch das wirklich nur empfehlen, wenn ihr das habt, ne? Benutzt es doch, bitte, benutzt es bitte und erlebt das Sommerfeeling. Also das ist ein absolutes Sommerurlaubfeeling. Also ich liebe diesen Duft, ich liebe diesen Duft. Und wisst ihr, was Stefan gemacht hat? Der hat sich damit die Füße gewaschen. Da hat sich damit die Füße gewaschen. Ja, hallo, da ist meins, Finger weg. Und dann wäscht du dir auch noch die Füße damit. Da wäscht er sich echt die Füße mit meinen Dings hier. Selber hast du sie nicht, alle habe ich gesagt. Und ich war fast am Heulen. Sag ich, du kannst mir doch mein Duschzeug nehmen. Also wie gesagt, das ist ein reiner Sommerduft, ne? Richtig nach Sommer. Ich muss das nochmal wiederholen. Von Nivea gibt es sowas ähnliches. Nivea Sun heißt das auch. Davon gibt es ja auch ein Parfüm, ne? Von Nivea Sun. Aber davon gibt es auch Duschgel von Nivea. Wie gesagt, das habe ich, glaube ich, dieses Jahr gar nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, müsste ich mal gucken. Und mir auf Vorrat kaufen. Aber das hier, ne? Wenn das im Zähl ist, ne? Oh, jetzt geht mir gerade was flöten. Da kommt ein anderes Video zu, was mir gerade flöten gegangen ist. Genau. Da kommt, ich werde euch das Video verlinken. Welches ist das schon online? Genau, das ist bestimmt schon online. Ich werde euch immer verlinken, warum mir gerade was flöten gegangen ist. Aber ich lasse das jetzt mal so stehen. Genau. Könnt ihr gerne reinschauen. Auf jeden Fall erst rein. So. Was ich mich mit dem Stefan geteilt habe, ja, weil ich hatte kein anderes Duschgel mehr, obwohl mir nachher aufgefallen ist im
Corona-Schrank sozusagen, ich habe hier mehrere Schränke, stand doch noch ein Duschzeug für den Stefan, weil Stefan ist doch hier der Großverbraucher eigentlich von Duschgels. Dann gebe ich ihm schon mal was von mir, wenn ich jetzt gerade nichts vorrätig habe. Auf jeden Fall haben wir vom Fahr so eine große Flasche, 400 Milliliter, die war auch ruckzuck leer, ne? Innerhalb einer Woche hat er die echt leer geballert. Ist ein toller Duft, ne? Fahr kennt man, ist so alteingesessene Firma, habe ich ja schon mal gesagt, ne? Ist nett gewesen, ne? Schön zart, war okay, ne? Dann hat Stefan leer gemacht, eine Limited Edition Nivea Man, extrem wild, fresh Citrus, ne? Ja, war auch im Angebot. Nichts Wildes, ne? Männerduschzeugs halt. Dann habe ich ein Haarshampoo leer gemacht von Gul. Stärke dir, ne, Stärke steht dir gut, genau, Stärke steht dir gut. Hatten wir mal in der Pinkbox drinne, habe ich jetzt mal leer gemacht. War okay, war der Duft war jetzt nicht so, wo ich sagte, boah, ist super geil der Duft, ne? War okay, hat gemacht, was es machen sollte, aber diesmal war ich nicht so der, war jetzt nicht so der Duschtraum, sagen wir mal so, weil ich gehe eh duschen, ne? Ich bin ja so ein Duftjunkie und da war jetzt nicht so der Knaller. Nee, war zart und süß halt, ne? Zart und süß. Was gut ist, gewesen ist, da hatte ich mal ein Trash-Paket drin, ne? Ich weiß nicht woher. Ich weiß nicht woher er diese Creme ist, weil die Creme riecht so richtig pudrig. Richtig pudrig riecht die. Die mag ich total. Könnt mir gerne in den Kommentaren schreiben, wenn einer weiß, wo diese Firma gibt. Ich weiß nicht. Action vielleicht? Ich weiß es nicht. Oder Teddy oder so. Im Internet habe ich die nämlich nicht gefunden. Ich weiß nicht, wo diese Creme herkommt. Toll. Auf jeden Fall riecht die total pudrig und ich mag diesen pudrigen Duft. Also, ich kann euch das nur empfehlen. Also, dieses pudrige, ne? So Babyhaut, wisst ihr, so Babyhaut, wenn Babyhaut duftet, ne? So riecht diese Creme nach Babyhaut. Frisch gewaschenes Baby. Ja. So zum Reinbeißen. In die Oberschenkel. Ja, so riecht das. So, dann habe ich die Maske leer gemacht. Ach, das war ein Mist. Die war nicht so toll. Da war ich froh, dass ich die runter hatte. Genau. Die hat sich überhaupt nicht richtig, die hat sich überhaupt nicht richtig an der Haut angeschmiegt. Ich weiß, dass sie zwei Folien hat, ne? Links und rechts hat die, ne? Ist mir schon mal passiert, dass ich die Folie drauf gelassen habe, wo ich dachte, was ist das da für ein Shit, ne? Aber da habe ich schon drauf geachtet und doppelt geguckt, ne? Also das war nichts. Obwohl die zwei geteilt ist, ne? Hat das überhaupt nicht richtig gehalten, da hat vorne und hinten alles nicht gepasst, ne? Also, das hat keinen Spaß gemacht. Ich habe die auch nicht so lange drauf gelassen, ganz ehrlich, weil mich hat tierisch genervt. Das hat mich tierisch genervt, weil das sowieso nicht richtig angelegen hat, alles, ne? Also, das war ein Satz mit X, das war nix. Auch nicht. Ne. Zahnpasta. Meine Lieblingszahnpasta. Ich habe gedacht, ach, heute werde ich meine Zahnpasta mit reinpacken, sonst mache ich das ja nicht. Jeder pflegt ja seine Zähne, wie er mag. Und muss man jetzt nicht jedes Mal die Zahnpasten hier reintun, ne? Aber ich wollte euch das mal zeigen. Ich habe mal ein anderes Video gesehen. Viele haben gesagt, ach, das verfärbt alles und hinterlässt blaue Flecken. Aber das ist die beste Zahnpasta. Klar, man muss das Waschbecken sauber machen. Ne? Ist ja logisch, wenn man sich die Zähne putzt, dass man das Waschbecken danach wieder ordentlich sauber macht, ne? Oder abspült. Und man tut sich ja auch nicht die Kleidung damit beschmutzen. Eigentlich, man packt ja keine Zahnpasta auf die Kleidung und so. Aber ist astrein, ich muss echt sagen, ich bin da wirklich super mit zufrieden. Stefan ist auch ein großer Fan davon. Ich kann euch die wirklich nur empfehlen. Testet die mal aus. Wie gesagt, ist klar, aber bei mir hinterlässt es keine blauen Spuren im Waschbecken oder so, wenn man das sofort sauber macht. Ne? Also, ich kann euch das nur empfehlen. Ist eine ganz super Zahnpasta. Wirklich toll. Also, da war ich ja tierisch enttäuscht. Das habe ich noch nie gehabt. Ich habe das noch nie gehabt. Und zwar Augenpads.
Mit Pink Grapefrucht, Hyaluron und Vitamin C. Ich weiß nicht, ob es an dem Pink Grapefrucht gelegen hat. Es hat gebrannt. Es hat gebrannt unter den Augen. Ich weiß nicht warum. Diese Sorte hat auf jeden Fall gebrannt. Ich habe die auch dann abgemacht. Ich habe versucht, das wirklich drauf zu lassen. Aber es wurde immer schlimmer und ich weiß nicht. Danach war es auch trocken unter meinen Augen. Ja, also das, die habe ich absolut nicht vertragen. Das war nichts mit Grapefrucht. Nein, leider nicht. Das war nichts. Das war auch ein Satz mit X. Von Schebens, eine Reinigungsheilerde-Maske habe ich gestern mal gemacht. Die hatte ich ja in dem Gewinnpaket drin gehabt, wo ich gewonnen hatte. Bei der Sami, nee, Flaumi. Bei Flaumi Scheck hatte ich ja was gewonnen. Auf jeden Fall war okay. Ich bin ja nicht so der Crememasken-Mensch, aber so ab und zu mache ich das auch mal. War ganz okay, ja. So, dann hat Stefan eine Bart-Shampoo leer gemacht. 3 in 1 für Bart, Gesicht und Haar von Isana Man. Premium Bart-Shampoo. Ja, ist er ganz zufrieden mit? Ist okay, ist vegan, ne? Hat gemacht, was er machen soll. Duft war, glaube ich, Pinie. Ich muss mal aufstehen. Schau mal. Also sportlich. Nicht Pinie, aber sportlich ist dieser Duft. Dieser Duft ist wie Cliff, wisst ihr, Cliff, ne? Ja, so ich das. Was ich leer gemacht habe, das hatte ich mir bei TK Maxx gekauft. Ich habe davor noch in der Dusche, habe ich noch eine Haarkur stehen, habe ich nämlich erst zweimal benutzt. Und zwar ein Macadamia-Öl-Shampoo. Also für trockenes und tapeziertes Haar, astrein. Astrein. Ich weiß nicht, der UVB soll 13,90 € kosten. Ich habe jetzt 4,99 € bezahlt, 250 Milliliter. Also. Ich war damit wirklich zufrieden. Hier war auf jeden Fall mit Soja, Maisprotein und Vitamin E, Weizenprotein und Macadamiaöl ist hier drin gewesen. Also super, ganz toll. Schade, dass das schon leer ist. Da habe ich auch ruckzuck aufgebraucht, weil da ist ja nicht viel drin, ne? Bei langen Haaren. Ich mag das immer, wenn das muss immer bei mir richtig schäumen. Ich muss das Gefühl haben, dass die Haare auch richtig mit Produkt versorgt sind, drauf sind. Wisst ihr, was ich meine? Nicht nur ein bisschen da. Nee, das muss richtig bei mir schäumen. Richtig schäumen, schäumen, schäumen. Und dann habe ich auch das Gefühl, dass meine Haare auch richtig sauber sind, ne? Ja, das ist ein super Produkt. Echt, ja. Schade, dass das schon leer ist. So, dann habe ich getestet noch eine Tuchmaske von DM, Balea Tuchmaske aus der Limited Edition mit himmlischen Düften. Hier läuft es noch aus. Ja, feuchtigkeitsspendende Gesichtsmaske war gut. Ja, ich weiß nicht, ob die noch gibt. Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht ist sie noch im Restposten zu haben. Ich weiß nicht, wie lange die Limited Edition vorhanden ist. Auf jeden Fall war das eine super Maske. Ja, die war toll. War okay. Ja. So, was auch richtig toll war, war auch jetzt neu, müsste noch geben, von Isana Aloha Hawaii Augenpads, erfrischend mit Hyaluron und Ananasextrakt. Leute, das kam mir jetzt gerade noch entgegen. Es ist immer noch so viel also Flüssigkeit drin, ne, in diesem Produkt. Die waren richtig toll und man hätte die noch mal wieder verwerten können, aber sowas, so eine Sauerei machen wir ja nicht, ne? Also richtig toll getränkt, richtig super gewesen, hat mir richtig Spaß gemacht, die zu benutzen. Dann habe ich noch mal Augenpads leer gemacht, auch mit Hydrogel-Augenpads, Balea mit Hyaluron und Magnolienextrakt mit Vitamin E. Ja, waren auch okay. Die waren aber jetzt nicht so durchtränkt mit Flüssigkeit wie die anderen, muss ich echt sagen. Aber waren okay. Was auch ein ganz tolles Shampoo eigentlich ist, aber das ist jetzt hier ein Conditioner. Also Leute, ich kann euch dieses Shampoo wirklich nur empfehlen. Ist auch, glaube ich, nee, ist ein spanisches Produkt. Made in Spanien. Auf jeden Fall astrein. Es war schweineteuer. Ist wirklich schweineteuer. Das kann man sich echt nicht leisten. Der Otto-Normalverbraucher kann sich das nicht leisten, ne? Aber vor allem, wenn man sich jeden Tag die Haare wäscht oder mindestens alle 2 Tage die Haare wäscht, ist nicht viel drin in der Flasche. Vielleicht kommt ihr mal da dran, wenn es im Zähl ist, dann habt ihr schon mal Glück. Aber es ist immer noch saftig, der Preis, ne? Auf jeden Fall, ich werde euch das mal nochmal einblenden, weil aussprechen kann ich das nicht so.
Auf jeden Fall ist das ein astreines Shampoo. Könnt ihr mal gucken, das ist jetzt ein Conditioner. Beste Shampoo ever. Beste Shampoo und Conditioner ever ist das. Kann ich euch echt nur empfehlen. Ja. So, dann hat Stefan natürlich noch ein Duschgel der gemacht. Duschstars Energy. Belebender Duft. 2 in 1 Duschgel und Shampoo ohne Mikroplastik. 100% ready to go. Ne? Ja. Ja, duscht das halt, ne? Ja. So, dann hatte ich von Jean Player Spezial Sport Aqua Hair Body Shampoo 500 ml. Also Leute, eine Woche ist das Ding leer, ne? Eine Woche ist das Ding leer. Ich weiß nicht, was der verbraucht. Also zwei kleine braucht er in der Woche. Ja, sind auch so. Also der braucht hier 1,5 Kilo Duschgel im Monat. Aber das war auch okay, ja, so sportlich halt, ne? Nicht so ganz sportlich, also so stark sportlich, so leicht sportlich. War okay, war im Angebot. Ich glaube 3 Euro, 2 Euro und das war nicht so teuer. Ne. Ah, 500 Milliliter. Ja, ist okay. Hole ich ja schon mal zwischendurch so, ne? Ja. So, von Ciaia. Itimate Waschgel, Melone. Riecht nach Melone. Für den Intimbereich ein Waschgel. Super, war leicht, war nicht fest, war ein ganz leichtes Waschgel, hat mir nach Melone gerochen. Hätte jetzt auch noch was anderes riechen können. Aber 500 Milliliter war gut, hatte ich mal im Angebot bei Cosmetic Falish gekauft. Genau, Cosmetic Falish glaube ich, ne? Oder Pink Panda. Ne, Cosmetic Falish war das genau. Kann ich nur empfehlen, war gut. Ja. Ja. Gut. So, dann habe ich Rexona leer gemacht. Maximum Protektion. Also ist ja einer meiner Lieblings. Also ich nehme eigentlich nur Rexona. Entweder diesen, auf jeden Fall Cotton Dry. Entweder diesen oder den anderen. Ich nehme keine Rollers. Obwohl, doch, den Roller nehme ich. Aber diese andere, keine Sprühflaschen. Alles, was mit Cotton drin ist, benutze ich. Ne? Astrein, das hatte ich ja mal im Trash-Wanderpaket rausgeholt, weil das ist mein Dings und das hilft mir am besten. Wie gesagt, ich habe sowieso keine Schweißprobleme. Ich rieche nie nach Schweiß. Das kommt wirklich ganz selten vor. Ganz selten. Nur wenn ich natürlich das falsche Zeug nehme, ne? Dann kann das schon mal vorkommen. Aber sonst, ne, nix. So, dann habe ich leer gemacht. Dann hatten wir auch in der Pinkbox Mio Magic Fame Parfüm Bud and Shower Gel. Super. Das roch so ein bisschen wie vom Mugler. Vom Mugler dieses Angel, nicht Angel, oder? Alien. Genau. Dieses Alien. Ne? War okay. Habe ich gedacht. Ich bin zwar nicht dieser Alien-Fan, aber als Parfüm geht das gar nicht bei mir. Geht das gar nicht, dieses Alien. Aber als Duschgel war das jetzt okay. So. CD. Pflegende Lotion, also Sand und Urea, das ist Stefan und mein absolutes Lieblings. Obwohl Stefan ist ein Mann, ne? Aber der liebt das auch. Der mag nämlich auch Düfte. Ich kann euch das echt nur empfehlen, das ist so toll. Und wenn ihr dann noch ein geiles Parfüm drauf macht, ne? Ich sagte, und dann auf Party geht, ihr werdet darauf angesprochen. Ihr werdet darauf angesprochen, was für ein Parfüm ihr drauf habt. Weil das ist absolut der Knaller. Und ich kann euch die wirklich nur empfehlen. Damals gab es auch Duschgel. Finde ich leider nicht mehr so. Nur noch diese Creme bekommt ihr zu kaufen. Astrein. Kann ich euch nur empfehlen. Kostet ungefähr etwas unter 3 Euro. Wirklich, 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 wirklich. Und dann haben wir hier noch. Achso. Ja, habe ich auch jetzt mit Hängen und Würgen. Nicht mit Hängen und Würgen, nicht. Aber ich habe das länger herausgezögert. Von Merci Handy. Wir hatten ein Deo drin, von Helly Sunshine. Also, das habe ich jetzt so lange hinausgezögert und immer nur ein bisschen benutzt. Ihr wisst ja, alles, was mit Sonnendüfte zu tun hat, bin ich der absolute Junkie. Und dann bin ich auch die Erste, die schreit, komm, gib mal her, ich nehme das mehr, wenn ihr das nicht wollt. Ne? Weil ich mag diesen Sommercreme-Duft, Sommerduft, Gedöns, Sonnencreme. Und das war so gewesen. Und ich habe mir das echt lange eingeteilt, ne? Aber ich muss sagen, nach dem Rasieren, wenn ihr euch frisch rasiert habt unter der Arme, hat es doch gebrannt, ne? Also auf frisch rasierte Haut
brennt es leider. Genau. Leider, leider, leider. Schade. Aber wie gesagt, sonst ist das toll. Das riecht voll nach Sommer. Kommt aus Frankreich. Merci Handy. Sonst haben wir immer Desinfektionsmittel, ne? Aber das ist ein Deo gewesen. So, zwei Teile noch. Okay. Augen-Make-up-Entferner von Douglas. Make-up-Remover. Micellenwasser. Genau. Face und Eyes. Face und Eyes. War okay. Ja. War okay. Hatte ich ja mal in diesem italienischen Überraschungspaket drin. Und eine Fußcreme von Urea. Die für Diabetiker geeignet. Vor allem die ist für Diabetiker geeignet. Ne? Nicht jede Creme ist für Diabetiker geeignet. Aber die ist für Diabetiker geeignet. Habe ich gerade, sehe ich gerade. Ja. Nicht schlecht. Ne? Ja, dann haben wir das auch für diesen Monat geschafft. Ihr könnt gespannt sein, was nächsten Monat so drin sein wird. Ich bin fleißig, die angefangenen Produkte zu reduzieren. Genau. So, mein Lieben, wir sind jetzt durch. Wie gesagt, ihr könnt gerne mir schreiben, wenn ihr Produkte davon hattet, wie ihr die findet. Genau. Würde mich mal interessieren. Und vor allem, wenn einer von euch dieses La Mer schon hat, getestet, wie ihr den Duft findet und dann allgemein das Produkt. Ich bin voller Fan davon, ne? Also ich kann da immer drin baden, in alles, was mit Sonnenprodukte drin zu tun hat. Genau. Also diese Sonnenduft, ne? Ich bin da voll Fan von. Genau. So, das war's jetzt. Wie gesagt, ein Däumchen nach oben. Natürlich dürft ihr gerne reichlich kommentieren und natürlich dürft ihr mich auch abonnieren. Würde mich riesig drüber freuen. Und unter i findet ihr weitere Videos von mir. So, ich bin gespannt, was du bis nächsten Monat alles aufgebraucht haben werden. Genau, wie gesagt, ich versuche hier so mit Stefan so mal nach und nach die Produkte, die angefangen sind, alle leer zu bekommen, die schon länger liegen. Wir hoffen, dass wir ihn reichlich aufbrauchen werden. Und ich bin auch hier fleißig zugange. Natürlich huschen immer wieder neue Produkte dazwischen, ne? Was ich eigentlich vermeiden will. Aber nützt nichts. Das kostet ja auch alles Geld, ne? Und das muss ja auch irgendwie aufgebraucht werden. So, ich werde mich jetzt verabschieden von euch. Wie gesagt, Dankeschön fürs Reinschauen, Zuschauen, dranbleiben, dann passt auf euch auf, achtet auf euch, achtet auf Mitmenschen. Wir sehen uns, eure Tanja. Ciao, tschüss, Gott, wie bei Tschüss mit Ö, ciao, bye.